Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Eines der wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, ist die Beleuchtung einer Modellbahn. Und damit meine ich nicht, wie man gerade im Hintergrund sehen, die vielen kleinen Lämpchen. Das ist kein Hexenwerk, natürlich doch, wenn man es ein bisschen vernünftig machen will, ist auch ein Hexenwerk. Aber mir geht es um die eigentliche Beleuchtung über der Anlage. Wir sehen hier auf der linken Seite schon so ein paar Schlängel runterhängen. Das ist also auch keine Neuerung bei mir auf der Mobile, sondern das ist eine Erweiterung des Ganzen. Denn ich bin der Meinung, dass das Oberlicht oder dass das eigentliche Beleuchtungskonzept einer Modellbahn im Grunde genommen über Wohl und Wehe einer Modellbahn entscheidet, ob man sagt, jawohl, gefällt mir oder ja gut, eine Modellbahn halt mit Licht drüber, passt schon irgendwo. Und damit recht herzlich willkommen bei Traindreams. Wie gesagt, heute geht es um das Beleuchtungskonzept. Ich habe meins ein bisschen erweitert, ich hatte einfach Lust drauf. Ich habe gesagt, okay, ich habe drei verschiedene Lichtmodi, ein vierter Modus muss mit dazu und das habe ich heute gemacht und möchte euch dazu ein paar Impressionen zeigen, die sind natürlich immer wieder relativ schwer auf Kamera festzuhalten. Ihr werdet es nachher sehen, ich gehe auch nochmal drauf ein, denn eine Kamera versucht immer, zumindest meine, aus wenig Licht eine gute Aufnahme zu zaubern und dann sieht man, wie das Licht abdimmt und gleich wieder hell wird oder heller wird. Das ist dann tatsächlich nicht meine Modellbahn, das ist dann tatsächlich die Kamera. Ich habe auch mit der Blende rumgespielt, ich habe mit der Belichtung gespielt. Ja, ich bin halt vielleicht kein Profi, was das angeht irgendwo. Und ja, deswegen habe ich mir ja eine Kamera zugelegt, die vieles alleine machen kann. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen es im Hintergrund schon. Auch das ist keine Neuerung in ganzen Bereichen, dass man hier mit LED-Stripes arbeitet, was ja vielleicht was anderes ist, dass ich mit drei kurzen LED-Stripes hier arbeite. Ich hatte ja vor einigen Monaten, kann man schon fast sagen, mal gezeigt, wie ich auf meiner Modellbahn an der vorderen Kante völlig blendfrei und völlig unsichtbar ein Nachtlicht angebracht habe. Dieses Nachtlicht kann ich um meinen Stellpult steuern. Wir sehen es nachher noch, da komme ich noch drauf. Da ist so ein kleiner Drehputti vorne dran. Und damit kann ich dann sozusagen das Nachtlicht mir einstellen. Was ich nicht gemacht habe oder noch nicht gemacht habe, vielleicht mache ich es eines Tages, ich weiß es noch nicht, ich glaube nicht oder vielleicht doch, ach ist egal, ist eine Automatik. Das heißt, dass ich per Knopfdruck sagen kann, jetzt möchte ich langsam in den Nachtmodus übergehen und dann geht das Licht langsam dunkler. Im Idealfall schalten sich sogar meine einzelnen Nachtbeleuchtungen im Hintergrund ein. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, das ist mir eigentlich zu viel Spielerei, das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich mehr sagen, ich möchte gutes Licht haben auf der Modellbahn, aber ich möchte auch gedimmtes Licht oder sehr, sehr dunkles Licht, fast dunkel haben, damit ich dann auch meine kleinen Lämpchen an den Loks sehe, dass ich meine ganzen Beleuchtungen so sehe, die ich habe. Ich habe ja viele, viele Nachtlichter bei mir auf der Anlage, die halt nur da sind für den Nachtmodus. Übrigens, wenn ich jetzt hier was anderes erzähle, als ihr im Hintergrund sehen, ich glaube, das ist ein bisschen selbsterklärend, was ich hier mache. Das sind mehr so Füller, was ich da so gemacht habe, wie ich es umgebaut habe. Ich gehe nachher noch drauf ein, denn wir sehen es ja gerade. Das ist übrigens das alte Nachtlicht, dieses mit den einzelnen Pünktchen. Und das untere ist das neue mit diesen langen Streifen, der da hell wird. Aber okay, da komme ich gleich nochmal dazu, denn ich muss auch noch gleich ein bisschen was umbauen hier in der Anlage oder ein bisschen was im Stellpult. Und da ja, komme ich da nochmal zu. Und wie gesagt, dieses Nachtlicht, das möchte ich dimmen können, das möchte ich an einer bestimmten Position anhalten, sagen, okay, die Beleuchtung, die gefällt mir jetzt, hier möchte ich fahren, ich möchte jetzt eine, ja, Dämmerungsfahrt machen, eine Nachtfahrt machen, eine Tagfahrt machen, alles, was mir so einfällt, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist die sogenannte goldene Stunde und die sogenannte blaue Stunde mit einzuflechten, das wäre mir zu viel des Guten gewesen. Das heißt, die goldene Stunde ist ja die Morgenstunde, die blaue Stunde ist die Abendstunde, das ist mir relativ egal, bin ich ganz ehrlich, also ich habe hier nicht wie die großen Hamburger, dass man sagt, okay, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, das brauche ich nicht. Das ist bei meiner kleinen Anlage ja völlig fehl am Platz. Und ich bin der Meinung, wir sehen es übrigens jetzt hier schon, wie ich so mit dem Licht immer so ein bisschen spiele. Oftmals kriege ich es hin, dass man wirklich bis in den ganz, ganz dunklen Bereich hinten reingehen kann. Wir sehen es, hier leuchten jetzt lediglich noch zwei Signale. Und ansonsten ist es wirklich schön, schön dunkel. Hier habe ich natürlich nicht die Nachtbeleuchtung auf meiner Anlage selber angemacht. Das heißt, wo über den Brücken kleine Lämpchen sind, wo in den Arkaden kleine Lämpchen sind, die da irgendwo leuchten dann in der Nacht, dass ich auch die Züge in den Arkaden im Dunkeln sehen kann und. Das wäre mal vielleicht noch ein Thema für ein separates Video. Da komme ich gern drauf ein, wenn es denn jemand interessiert. Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, damit ich mal weiß, was euch überhaupt so interessiert, was ihr überhaupt sehen wollt.
Ja, ich freue mich, wenn euch das gefällt. Ich freue mich, wenn ihr alle zuschaut. Aber wenn ihr mal was Besonderes sehen wollt, mal was anderes sehen wollt, zeigt es mir bitte. Dann kann ich das natürlich entsprechend euch auch, sagt es mir, dann kann ich es euch entsprechend zeigen. Hier hinten sehen wir mein Steuerpult. Ich sage immer Stellpult dazu, aber eigentlich ist das ein Steuerpult. Die mich schon länger schauen, wissen das. Ich kann ja nicht bloß meine Weichen und so weiter drüber steuern. Ich kann die Beleuchtung hier drüber steuern. Ich habe auch das Nachtlicht da oben rausgebaut gerade. Und muss das jetzt umbauen, weil ich habe mir diesen kleinen Doppelwippschalter gekauft, wo ich jetzt umschalten kann nochmal zwischen zwei verschiedenen Nachtmodi, die ich separat nochmal jeweils einstellen kann. Ich weiß, eine kleine Spielerei, ich weiß, der Uli, der hat eine kleine Meise, aber ich finde es halt schön, ne? Man gibt sich halt Mühe, man macht, wie ich jetzt gerade hier meinen Steinbruch baue. Die Folge kommt übrigens heute nicht, weil wir vielleicht schon mitgekriegt haben. Das muss alles stehen und kleben. Ich zeige schon mal darüber, weil da ist mein Basteltisch. Muss da kleberfest werden immer. Das hat keinen Sinn. Das kann ich euch nicht jede Woche zeigen. Später ja, aber jetzt am Anfang, wo ich die Grundstrukturen baue, wo ich viel mit Wasser-Weißleim arbeite, braucht jedes Mal 24 bis 36 Stunden, ehe das da irgendwo mal weiter bearbeitbar ist. Ja, aber okay, das kommt dann in der nächsten Woche. Geht's da weiter? Freut euch schon drauf. Kommt auch ein schönes Video. Hier im Hintergrund, wie gesagt, wir sehen es gerade. Ich habe jetzt zwei Leitungen von diesem Steuerpult weglegen müssen. Von dort aus, das ist ja noch ein klappbares Steuerpult, was gerade mal 2,5 cm hoch ist, circa. Und da muss ich ja mal alles unterkriegen. Und von dort aus gehen jetzt zwei Steuerleitungen in mein rausziehbares Pult. Das ist, ja, ich muss wirklich mal ein Gesamtvideo machen. Ich kann das gesamte Steuerpult unter meiner Anlage vorziehen und kann das dann auch noch aufklappen, so wie wir es jetzt hier haben, wo ich dann entsprechend dran arbeiten kann, wenn ich mal was machen möchte. Also es ist sehr, sehr komfortabel alles. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hat jetzt keinen Sinn, das zu erklären, wenn ich es nicht dazu zeige. Kommen wir aber vielleicht auch nochmal drauf. Wie gesagt, ich muss mal so ein Gesamtvideo irgend machen, dass das mal wieder mal so ein bisschen in Erinnerung gerufen wird, wen es denn überhaupt interessiert. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit den Kommentaren. Wen es interessiert, schreibt das immer gerne in die Kommentare rein. Denn wenn ich immer die Wochenupdates bringe, das sind natürlich bloß immer so kleine Häppchen, die ich euch zeigen kann, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Aber ich habe ja in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel an meiner Modellbahn gebaut. Das heißt, in den letzten Jahren, die Anlage, die wir im Hintergrund sehen, die ist 2 Jahre alt. Und ich denke mal, wenn ich mal irgendwann mal so ein Vorher-Nachher-Video mache, da wird man sich mal ganz schön erschrecken, was innerhalb der letzten Monate alleine schon passiert ist. Kann ich auch gerne mal machen. Muss es aber nur wissen. Und wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Faden verloren, aber da gehe ich halt mal auf das Video im Hintergrund ein. Dieser Umschalter, den ich da oben reingebaut habe, da muss ich auch mal gucken. Ich habe ja erst so einen grünen in der Hand und wie auch immer. Also einen grünen, so einen runden in der Hand. Wie komme ich von rund auf grün? Na, ist egal. Und das wäre alles zu groß geworden. Auch der darf maximal so 8 bis 10 mm dick sein, damit das da schön reinpasst. Und dieses Drehporti, was ich da reingestellt habe, deswegen fragte ich vorhin auch Steuerpult und nicht Stellpult, hat ja hier auf der linken Seite, sehen wir ganz ein bisschen so diesen grünen Kasten, das ist das gleiche Putti wie da in der Mitte. Da habe ich ja meine Radreiniger dran zum Beispiel, ja, wo ich dann die Geschwindigkeit der Radreinigung einstellen kann, wo ich es überhaupt einen ausschalten kann, wo ich schalten kann, ob mein Testkreis arbeiten soll, ob vielleicht meine Modellbahn gerade arbeiten soll, also vom Stromversorgung her und. Also ich habe da viele, viele Dinge gesteuert, die eben hier nur angesteuert waren. Und der eigentliche Part ist ja unter meinem Hauptmodul die gesamten Relaisverbindungen, die gesamten Steuerungen sind ja alles unten drunter verbaut, die ich von hier aus im Grunde genommen nur steuere mit Rückmeldung und. Aber ich rede gerade ein völlig anderes Thema, wir wollten über Beleuchtung reden. Komme ich auch gleich drauf. Und zwar, wenn ich das nämlich hier eingebaut habe, zeige ich euch, wie ich das alles steuere. Hier sehen wir gerade mein Hauptmodul im Hintergrund, ja, wo die Klammer da über der Signalbrücke da drüber ist, wo das geschützt werden soll. Jetzt habe ich es mal eingeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Fokus drauf gelegt habe mit der Kamera. Wir sehen aber jetzt, wenn ich an dem Putti da rechts drehe, dass sich alles Mögliche verändert. Jetzt haben wir ein etwas kälteres Licht, was du doch so ein bisschen Mondschein oder wie auch immer darstellen kann. Oder auch ein gutes, ja, Taglicht, wo das Wetter vielleicht bedeckt ist, wo man sagen kann, wolkiger, heller Tag, das kann ich damit auch darstellen. Ja, wenn ich das so umstelle, dann von dunkel zu hell, ist also ein sehr, sehr schönes Licht. Und wenn ich es eben in die andere Seite, das heißt in die reinmache, wo ich dann diese gepunktete LED-Leiste habe, die macht also ein sehr, sehr warmes Licht, wo ich eben dann auch so, ja, von mir aus die goldene Stunde damit darstellen könnte, wenn ich das wollte. Also die Abendstunde, nee, die Morgenstunde, ach, was weiß ich. Kommt langsam durcheinander hier. Und
Genau. Und da wollte ich gerade ansehen. Jetzt habe ich echt kurz überlegt, goldene Stunde früh oder abends, also ein Quatsch irgendwo, ja. Und hier sehen wir es nochmal. Eines Mal ist das warme Licht. Jetzt habe ich ein wunderschönes Hasper drin gehabt. Ein warmes Licht, was eben alles jetzt hier separat gemacht wird. Im Hintergrund sehen wir jetzt gerade, oder haben wir kurz, jetzt sehen wir es wieder, die Arkaden-Innenbeleuchtung für den Nachtbereich. Das heißt, dass ich eben nachts die Züge in den Arkaden fahren sehen kann. Hier sehen wir es nochmal. Oben drüber sind zwei Lichtbalken. Das heißt, ich kann auch da separat schalten. Wenn ich volles Licht anmache, dann ist das extrem hell auf meiner Anlage. Kann ich wunderbar zu bauen. Kann aber auch ein sehr, sehr hell, wenn ich Aufnahmen machen möchte oder darstellen, damit ich das Ganze irgendwo dann entsprechend habe. Jetzt haben wir wieder das Nachtlicht. Das heißt, jetzt ist das gelbere Licht dran. Das sieht aus, als wenn der Leuchtbalken da oben leuchtet. Das ist aber nicht so. Der scheint da bloß die LEDs rein, die davor sind. Und jetzt ist wieder das weißere Licht dran, ja, also dieses, was ich gerade sagte, wo ich eben auch bewölkten Himmel darstellen kann oder fahles Mondlicht, wenn ich schön dunkel mache und. Und hier haben wir jetzt diesen Fall, den ich vorhin angesprochen habe, dass die Kamera, wenn ich es dunkel mache, immer wieder nachzieht. Die hat einen wunderbaren Nachtmodus drin, also ich kann ganz tolle Nachtaufnahmen machen mit der Kamera. Aber wenn ich es mal wirklich so dimmen möchte, dann muss ich wahnsinnig viel an der Kamera rumspielen, damit die eben den Beleuchtungscharakter so einfangen kann irgendwo. Also wie gesagt, ich habe da vier Modi drüber. Ich kann einmal die großen Lampen hier oben, die ich da drüber habe, die kann ich separat steuern. Dann kann ich eben die beiden Nachtmodi noch steuern und kann alles miteinander mischen, wie ich das gerne möchte und kann entsprechend dann alle Lichtfarben, die ich mir so wünsche, darstellen irgendwo. Ja, außer wie gesagt, blau oder rot oder irgend sowas, das möchte ich nicht, oder lila. Das stört mich übrigens ein bisschen in Hamburg, wenn ich da reingehe und die haben den Nachtmodus, dass er so lila wird. Ja, das ist schön, vielleicht ist das wirklich diese Abendstimmung oder Morgenstimmung, nee, mehr eine Abendstimmung. Aber mir ist es zu lila. Aber okay, ist ja auch alles Geschmackssache. Hier sehen wir so runterhängen, das heißt, ich habe einmal an der linken vorderen Kante, das links ist die Anlagevorderkante, das wirkt alles ein bisschen gedrungener hier, weil das über den Kamerawinkel nicht anders funktioniert, damit ich es schön drauf gekriegt habe. Und damit, weil das die Anlage an der hinteren Stelle, also hier hinten links, doch ein bisschen tiefer ist, als es vielleicht in der Mitte oder auf der rechten Seite ist, die geht so konisch, meine Anlage, habe ich dort oben nochmal an diesen Holzbalken, an diesem Holzleistchen, was da oben ist, nochmal blendfrei für mich die Beleuchtung oben nochmal eingebaut, die ich schon vorne dran habe, damit auch der hintere Bereich gleich ausgeleuchtet ist wie der vordere Bereich. Ja, also hier ist ja auch die Modellbahn etwas höher, während ich jetzt, wo ich immer gebaut habe, das Holzlager, das Steinbruchdingens hier, was ich gerade baue, da ist ja nur so, seht ihr jetzt gar nicht, was ich hier zeige, kann ich sonst was zeigen, ist das halt eben relativ flach, deswegen blenden auch meine Hände immer so ein bisschen, wenn ich da was mache, weil die Lampe relativ dicht oben drüber ist. Das wird also auch alles steuerbar noch werden, damit ich da auch ein bisschen dimmen kann auf der Seite. Habe es aber jetzt alles geregelt, indem ich hier einfach mehr Beleuchtung habe und dort ein bisschen weniger Beleuchtung habe. Und wenn ich jetzt vor der Modellbahn stehe, ist das also von links bis rechts ein wunderbares Bild. Hier über mir habe ich ja nochmal 3 Meter, die ich später mal ausbauen werde. Diese wird ein ähnliches Lichtkonzept bekommen, aber hier ist relativ flach. Hier ist die Modellbahn höchstens 40 cm hoch. Also hier muss ich gucken, dass ich auch alles schön irgendwo... Hier ist der Akkuschrauber, den ich vorhin ausgeblendet habe. Das ist die gleiche Aufnahme. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr verstandet oder habt mich so ein bisschen verstanden, was ich sagen wollte, wo mein Gedankengang liegt, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne so bestimmte Lichtkonzepte auf meiner Modellbahn haben. Und wie ich es umgesetzt habe, wie ich es eingebaut habe, habe ich euch hier mit gezeigt. Hier am Ende verlinke ich euch mal noch 2 Videos oben drüber, die könnt ihr euch gerne anschauen, die gehen um das Thema Strom dieses Mal, das passt ganz gut zum Thema. Und in der nächsten Woche, dann geht es weiter mit dem Ausbau des Steinbruchs. Ja, das war's für die Woche. Da würde ich sagen, macht's schön gut, bis nächsten Freitag, 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Bis dahin, tschüss!